Mahlzeit, ihr Lieben. Jo, ich hänge ab ein bisschen. Einfach nur abendliche Entspannung. Hab mir ein Käffchen gemacht. Guck jetzt der Sonne beim Untergehen zu. Immer sehr schön. Ja. Bin hier an einem meiner Lieblingsspots und ich habe da immer ein gutes Gefühl. Das ist mein Happy Place. Und ja, man kennt bestimmt solche Orte oder ihr kennt bestimmt solche Orte. Ja, und da kommen wir wieder zum anderen Thema. Wege zum Glück. Jo, quatschen wir jetzt drüber. Ja, die Macht von Worten. Wege zum Glück. Es kann auch durchaus sehr glücklich machen, jemandem zu helfen. Und da möchte ich auf einen ganz speziellen Punkt hinaus. Ihr wisst, wir sind momentan in Zeiten unterwegs, wo alles ziemlich drunter und drüber geht. Und viele haben da Sorgen. Viele machen sich Sorgen. Und viele haben, ja, wie soll ich sagen, Ängste. Ja, sogar Ängste, nicht nur Sorgen. Und dort eben halt einen tröstendes Wort einzulegen oder auch ein mutzusprechendes Wort zuzulegen, das birgt ein bisschen Magie sogar in sich. Man kann Leute damit wirklich positiv verändern und ich selbst empfinde dann Freude darüber und auch Glück, anderen Menschen geholfen haben zu können. Und ja, ein nettes Wort ist so viel wert und so selten ausgeübt heutzutage, dass man vergessen mag, dass da wirklich viel, viel Energie übertragen werden kann. Man kann Sorgen damit wegreden, man kann trösten, man kann Mut in jemanden hineinsprechen und ja, was soll ich sagen? Wenn man anderen hilft, kommt das zurück zu einem und auch, ja, mag man es jetzt Karma nennen oder mag man es wie auch immer nennen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die full circle irgendwann wieder zurückkommt. Und all das, was andere an Leid empfinden, spürt man ja auch. Und das bedrückt einen auch. Und wenn man gerade bei guten Freunden merkt, dass jemand Probleme hat, dann kann sowas helfen und so ein tröstendes Wort durchaus sehr mächtig sein. Und generell auch dem Fremden gegenüber ein freundliches Wort geben, anstatt ein raues Wort. Güte walten lassen, wenn es auch mal ein bisschen schief läuft oder wenn jemand einen Fehler macht, sind alles Punkte, die sind sehr, sehr wichtig und da sind Worte durchaus sehr mächtig. Und diese Macht an sich kann man auch zu seinem eigenen Glück einsetzen, wie ich gerade erklärt habe. Und ja, seid einfach freundlich zu Menschen und ihr werdet merken, dass euer Tag viel, viel besser wird. Und dass es einfacher ist, glücklich zu sein. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich tue jetzt noch meinen Kaffee aus und dann ziehe ich wieder von dann wie ein Landstreicher. Macht's gut, ihr Lieben. Gerade grandioser Sonnenuntergang hier. Wir sehen uns. Bis denn. Ciao.